und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier gerade im Schnitt der Dreiteiler-Doku, wie meine Stationery-Boxen letztes Jahr entstanden sind, von der ursprünglichen Idee bis zum Endprodukt. Und ich dachte, ich muss irgendwie nochmal kurz Hallo sagen und so ein kleines Intro mit einbauen, weil ihr sonst so ein bisschen in die Thematik reingeschmissen werdet bei den drei Videos. Deswegen einmal Hallo an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch auch in dem Zuge noch ein frohes neues Jahr, auch wenn es ein bisschen verspätet von mir kommt. Und ja, wollte einfach nur mal kurz sagen, was euch jetzt so in den Videos erwartet. Es kommt jetzt immer samstags um 10 Uhr ein neues Video dazu online. Es sind wie gesagt drei Stück. Und ja, da könnt ihr euch schon mal den Timer stellen oder eine Erinnerung ins Handy packen, dass ihr die Videos nicht verpasst, wenn ihr sie gucken wollt. Die neuen Stationery-Boxen für dieses Jahr sind im Shop und zur Pre-Order, also zur Vorbestellung bereit. Und es ist tatsächlich auch schon ein Viertel verkauft, was mich wahnsinnig freut. Also ich kann es gar nicht glauben, dass es so gut ankommt bei euch oder auch die erste Box bei euch so gut angekommen ist. Und ja, ich habe, weil das ja für mich was ganz Neues war, letztes Jahr einfach immer mitgefilmt bei dem ganzen Prozess, bei den Ideen, Brainstorming, Probebox packen, Produktdesign teilweise sogar. Und ja, habe das dann in drei Teile geschnitten, weil es einfach viel zu viel Material war. Ich glaube, ich hatte, ich weiß es gerade nicht mehr genau, 20 Stunden Videomaterial oder so. Und habe das ganz viel gekürzt, aussortiert, in Timelapse verpackt. Deswegen wundert euch nicht, wenn mal hier und da eine Timelapse auftaucht oder es auch mehrere sind, weil ich halt diese ganzen Stunden an Material gar nicht anders hätte irgendwie in ein Video verpacken können. Also das wäre dann irgendwie elendig lang geworden, das wollte ich auch nicht. Deswegen oft Timelapses mit Musik hinterlegt und zwischendurch erzähle ich aber auch immer mal wieder hier und da was, was gerade so passiert oder was ich so mache. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieser Einblick. Wie gesagt, nächsten und übernächsten Samstag um 10 Uhr gibt es dann Teil 2 und Teil 3. Und dann schnacke ich jetzt auch nicht mehr lange, setze mich wieder an den Schnitt und wünsche euch viel Spaß mit den Videos. So, hier kommt das Unboxing. so wird das dann ankommen in dieser etwas größeren Box. Und ich habe jetzt einfach nur Sachen genommen, die ich eh schon hier hatte, ne? Ist ja klar, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das aussehen könnte. Ein bisschen Tissue Paper wäre natürlich ganz gut. Habe ich tatsächlich auch schon parat. Ich muss dazu sagen, das habe ich bei AliExpress bestellt. Ich wollte das eigentlich auch für meine normalen Bestellungen nehmen, aber ich habe das seit bestimmt einem Jahr am Auslüften, weil das so stinkt. Aber vielleicht kann ich es ja dann Ende des Jahres verwenden, weil ich es eigentlich ganz cool finde. Wie gesagt, einfach nur random erstmal als Ideen hier reingeworfen. Auf jeden Fall wird es irgendein Dankeskärtchen, Brief oder sowas obendrauf liegen haben. Dann wildes Konfetti überall, weil es schön ist. Dann habe ich hier, ich glaube, das war sogar von dir so ein Beutelchen, ne? Habe ich gedacht, wäre ganz cool, wenn man dann auch so ein Täschchen hat, wo man einfach so Kleinigkeiten reinpacken könnte. Und ich würde gerne einen Pin mit reintun. Und den könnte man natürlich ganz gut dann einfach außen dran machen. Dann wird Washi-Tape, schätze ich mal, drin sein. Also ja, 100 Pro. Wie viel, muss man natürlich dann immer gucken, wie es preislich dann so passt. Aber so ein, zwei Rollen ist, glaube ich, ganz gut. Dann möchte ich auf jeden Fall ein oder zwei Stempel reinpacken. Vielleicht sogar Stempelfarbe, also Stempelkissen. Die sind ja auch nicht so teuer. Muss man halt gucken, ob das dann immer so in der ganzen Kombi hinkommt. Aber das ist jetzt so die Wunschvorstellung. Dann ein, zwei Stifte, die ich selber sehr gerne mag. Da hätte ich jetzt zum Beispiel einen Marker von Sharpie. Die waren ja auch schon beim Online-Planner-Schnack mit drin. Und ansonsten wird es natürlich dann irgendwie noch so Papiere geben, verschiedene Sachen, die ich vielleicht auch eh noch hier habe, so Marmorblöcke und so, da kann man ja immer ein paar Sachen von benutzen. Ein, zwei Büroklemmerchen oder vielleicht auch noch eine große. Und es gibt ja auch wie bei Pins so, ja, das quasi als Anhänger. Und da könnte ich mir vorstellen, dann bei einer großen Büroklammer einfach dann ein süßes Motiv dran zu hängen. Alles schon recherchiert.
Bei der großen Box würde ich super gerne einen Fibonacci mit reinpacken. Ich hatte auch erst Angst, dass es gar nicht alles in so eine Kiste reinpasst, aber es scheint irgendwie ganz gut zu passen. Dann vielleicht noch ja, ein paar Sticky Notes, ob als Block oder auch dann so als Sammlung, das muss man dann mal gucken. Auf jeden Fall noch so ein Tütchen, wo dann auch nochmal so Kleinigkeiten drin sind. Hier habe ich jetzt einfach irgendwie so ausgestanzte Kreise oder sowas eben reingeworfen, die hier so rumlagen. Ne? Also vielleicht ja, Kreise oder irgendwas Ausgestanztes. Was nicht fehlen darf, sind Doilies. Dann noch ein paar Kreissticker, ob das dann jetzt ganze Bögen sind oder halt mehrere Farben, aber immer nur so ein paar davon. Das kann man ja dann gucken. Alles jetzt hier so random einfach nur zusammengewürfelt. Und natürlich kommt dann auch noch ein bisschen Papier mit rein. Und ja, das ist so die Vorstellung für die größere Box, würde ich sagen. Gerade mit dem Fibonacci drin, weil der kostet ja alleine auch schon dann so 8 Euro oder so, je nachdem, zu welchem Preis ich das dann so kriege. Aber was sagst du? Ist das eine Box, über die man sich freut? Also wenn ich das so sehe, denke ich mir, ja, ist doch eigentlich ganz süß, oder? Ist eher ein bisschen eine rosa Box geworden, die ich hier eben jetzt zusammengepackt habe, aber das kann ja auch so ein bisschen variieren. Aber so vom Ding her ist das doch eigentlich ganz süß, oder? Hallo, ich wollte euch ein bisschen mitnehmen bei dem Prozess, die Stationery Box zu füllen und überhaupt irgendwie zusammenzustellen. Und da ich euch natürlich jetzt, bevor die Boxen verschickt werden, was noch Monate dauern wird, nichts großartig online zeigen kann, dachte ich mir, muss ich halt diese kleinen Hauls irgendwie vielleicht einfach zusammenschneiden und ja, hinterher dann vielleicht veröffentlichen. Deswegen filme ich das jetzt einfach mal und guck mal, was ich dann hinterher daraus mache. Ich habe schon ein, zwei Sachen bestellt, obwohl ich noch nicht alle Boxen verkauft habe, beziehungsweise ich habe mir halt so eine bestimmte Marke gesetzt, wo ich meine, dass das für mich schaffbar, machbar, füllbar ist und ja, was ich gut handeln kann. Und jetzt sind ungefähr ein Drittel der Boxen verkauft, ein Tick mehr. Und deswegen habe ich aber schon mal so ein bisschen angefangen, ein paar Bestellungen eventuell zu tätigen. Und ich war auch schon bei Sustrene Grene mal vorbeischauen und im Depot. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich bisher so geshoppt habe. Ich fange mal bei Depot an, weil da war ich als allererstes und da habe ich diese Tütchen, Papiertütchen gekauft. Das sind jetzt insgesamt 48 Stück, weil in einer Packung sind 24. Die sehen so aus. Das sind quasi so kleine Tütchen, wo man Süßigkeiten reinpacken kann zum Beispiel. Ups. Man kann sie auffächern, muss man aber nicht. Und ich fand einfach die Farbe so schön, dass ich gedacht habe, ja, kann ich bestimmt verwenden und wenn nicht, dann halt vielleicht später oder so. Auf jeden Fall fand ich die Farbe so schön, dass ich mich damit ein bisschen ausgestattet habe. Man sagt ja so schön, haben ist besser als brauchen. Das gilt auch für das nächste, was ich euch zeige. Ich war auch bei Sustrene Grene und habe Seidenpapier zum Einpacken gekauft. Und ja, da habe ich, wie ihr seht, auch schon ein bisschen mehr zugeschlagen. Einfach um genug da zu haben, wenn ich die Boxen dann packe. Und ich fand dieses Motiv so schön, dass ich das ja unbedingt haben wollte. Ich war auch ganz froh, dass ich bei Sustrene Grene so welches mit Mustern gefunden habe, weil die hatten halt zum Beispiel in anderen Bastelläden dann so, ja, nur rosa, nur weiß, keine Ahnung, Knall-Mintfarben, aber jetzt nicht so was Dezentes, Pastelliges. Deswegen finde ich die sehr schön und bin sehr froh, dass ich die bekommen habe. Bei Sustrene Grene habe ich ebenfalls noch diese Doilies gekauft. Die kennt ihr, glaube ich, auch schon von mir. Die habe ich schon öfter mal benutzt und da habe ich noch mal welche nachgekauft, um die dann auch in die Boxen zu packen. Und was ich auch noch von Sustrene Grene habe, sind diese Kreissticker. Die sind in verschiedenen Größen und haben so Goldakzente und sind natürlich auch in Mint und ja, Gold
Tönen und Abstufungen. In welcher Zahl und wie, in welchem Umfang ich die Sachen teilweise in die Boxen packe, das muss ich dann im Laufe der Zeit einfach gucken. Aber ich habe jetzt zum Beispiel von denen einfach mal zwei Packungen mitgenommen. Das sind insgesamt 60 Stück. Ich werde keine 60 Boxen verkaufen. Das kann ich euch schon mal versichern. Das heißt, es kriegt dann wahrscheinlich jeder so zwei, drei Dollys oder so. Das muss man da mal schauen. Dann habe ich noch ein paar Sachen bestellt von AliExpress. Wie kann es anders sein? Das ist ja quasi auch mein Hauptsponsor, was ja, Bastelsachen angeht eigentlich. Da habe ich zum Test oder zum Anschauen mir einmal diese drei Washi-Sets bestellt. Die besitze ich selber nicht, aber entsprechen halt total meinem Farbschema und Geschmack. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich von diesen drei Varianten diese hier in die Boxen packen möchte. Also wenn von denen welche in die Box kommen, dann werden es diese Washis hier sein. Auch hier gilt, mal gucken, ob alle drei, ob zwei pro Box, ob ein Washi pro Box, obwohl das ist mir, glaube ich, ein bisschen wenig. Das muss ich dann immer noch mal konkretisieren, aber ich habe mir die einfach schon mal jeweils einmal bestellt, um mir die genau anzugucken und zu gucken, gefallen mir die. Und ja, dann kann ich halt schauen, was meiner Meinung nach am besten in so eine Box reinpasst. Ne? Es ist ja auch immer so ein bisschen Trial and Error. Als nächstes habe ich diese Büroklammern hier bestellt. Ihr seht schon, es wird so ein bisschen Mintgold. Das war jetzt gar nicht groß geplant, aber es hat sich so ein bisschen so ergeben. Und deswegen habe ich hier so große Büroklammern. Das sind ja, 20 Stück, glaube ich. Ich habe auch noch mal welche in Rose Gold bestellt. Warum, erzähle ich euch gleich. Aber ich finde die sehr cool und wollte die auf jeden Fall mit reinpacken. Diese Klammern werde ich kombinieren mit Charms, und zwar mit diesen hier. Ich habe zwei verschiedene mir ausgesucht, einmal die Kamera und einmal diese Kaffeetasse mit der Katze drin. Finde ich beide super cute. Falls ihr es nicht wisst, es gibt die Box in zwei verschiedenen Größen und ich glaube, dass ich dann bei der großen Box zwei Büroklammern mit Charms reinpacken werde und bei der kleinen dann einen. Ist jetzt auf jeden Fall gerade der Plan. Und ich dachte, auf den Bildern sah es zumindest so aus, dass beide Charms mit Gold Hintergrund sind oder ja, Goldrückseite oder Akzent. Allerdings ist das jetzt doch ein bisschen ja, Rose Goldener geworden, deswegen habe ich die nochmal in Rose Gold nachbestellt. Aber der Plan ist dann auf jeden Fall, habe ich noch gar nicht ausprobiert, mache ich jetzt hier live im Video. Der Plan ist, dass ich die Charms dann hier so dran bamsel an die Büroklammern. Und das finde ich eigentlich ganz cool. So, obwohl ich jetzt sehe, dass es dann so einen komischen Winkel hat. Vielleicht muss ich dann noch einen Bänzel oder einen Ring dazwischen machen. Aber Versuch macht klug, wie ihr seht. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe hier meinen Planer liegen. Hoppala. Wenn ich das jetzt hier dran klipse, dann hängt da halt die Kamera raus. Ja, ist vielleicht ein bisschen störrisch. Ich habe von, ich weiß gar nicht, von We Are Planning, glaube ich, war das, mal diese Klammer hier bekommen. Die hat auch schon ein bisschen gelitten, weil ich die so oft benutze oder so viel. Die hatten da selber so Perlen dran gemacht. Finde ich sehr cool. Das bamselt natürlich ein bisschen mehr. Davon war das auch so ein bisschen inspiriert, auch eine Klammer mit Charm reinzupacken. Also ich muss da noch ein bisschen rumprobieren, aber auf jeden Fall ja, werden dann die Kameras mit goldener Klammer kommen und die Kaffeetassen mit rose-goldenen Klammern. Alles, was ich hier erzähle, ist übrigens der aktuelle Plan. Also ich blende hier vielleicht irgendwo das Datum ein. Das kann sich natürlich noch 50 Mal ändern im Laufe der nächsten Wochen. Eine Sache habe ich aber noch bestellt, die ich sehr, sehr cool finde und eins meiner Highlights jetzt schon in der Box sein wird. Und zwar einen Pin. Und zwar diesen hier. Mit einem, ja, Planer, mit auch einer Büroklammer, Schere, Washi-Tape.
und so Post-its und so weiter. Finde ich mega, mega cool. Passt zu unserem Thema einfach richtig, richtig gut. Und passt auch farblich ganz gut, wie ihr vielleicht sehen könnt. Also mit dem Gold, Washi und Co. Stelle ich mir das sehr, sehr cool vor. Und ja, das ist aktuell das, was ich bisher geshoppt habe. Es sind noch einige Sachen zu mir unterwegs, die ich auch schon rausgesucht habe. Und abgesehen davon habe ich diverse Pinnwände angelegt für diverse Themenbereiche und Stationery-Boxen, die man eventuell irgendwann mal machen könnte. Und auch auf der aktuellen Pinnwand für diese Box sind viele, viele Sachen drauf, die ich noch als Ideen habe. Ich muss natürlich immer gucken, wie das mit den Preisen passt. Ja, mit den Stückzahlen kriege ich so viel, wie ich haben möchte und, und. Also da steckt noch einiges mehr hinter, als zu sagen, ich bestelle einfach mal irgendwie ein bisschen was und gucke mal. Aber ich muss sagen, dass ich so schon ganz zufrieden bin mit den Sachen, wie das jetzt hier so zusammenkommt. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass zum Beispiel die Papiertüte gar nicht reinpasst. Aber wenn man sich das jetzt so anguckt, dann, oder ich mir das jetzt gerade so angucke, dann finde ich, passt das doch schon ganz gut zusammen. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Wie gesagt, ich werde sicherlich, sobald wieder was ankommt, dann weiter filmen, neue Sachen zeigen, meine Gedanken dazu, erzählen und, dann würde ich sagen, bis demnächst. Es sind ein paar Tage vergangen. Es geht weiter mit dem Stationery Box Haul. Ich hatte euch im letzten Video ja ein paar Büroklammern und Charms gezeigt. Ich habe mir jetzt, was ist das denn hier eigentlich? Ich habe mir jetzt dafür eine Aufbewahrung geholt und zwar habe ich mir die beim Action gekauft. Das sind das ist quasi ein kleiner Turm mit vier so Containern aus Plastik. Ja, Plastik ist nicht so geil, aber die Größe von den Dingern fand ich richtig cool. Und da habe ich jetzt schon mal so ein paar Sachen einsortiert. Und zwar unter anderem die Büroklammern und die Charms. Die habt ihr letztes Mal ja schon gesehen. Von den Büroklammern hatte ich noch mal eine Packung nachbestellt. Und es sind auch noch die Rose-Goldenen im Anmarsch, die dann für diese Charms hier gedacht sind. Die werde ich dann wahrscheinlich daneben packen. Aber wie perfekt passen die bitte da rein? Ansonsten habe ich noch meine anderen Tropfen-Büroklammern hier rein sortiert, weil ich das irgendwie ganz cool fand. Und ich noch den Platz hatte. Und hier, nicht ganz so praktisch reinsortiert, sind die Pins. Die sind jetzt auch alle nacheinander angekommen. Und ich habe die in den Tütchen gelassen, damit sie sich nicht gegenseitig zerschrammen. Also ich hätte natürlich auch die alle auspacken können, aber wenn die dann so aneinander reiben, dann gehen die vielleicht so ein bisschen kaputt. Das wollte ich nicht unbedingt. Deswegen sieht das so ein bisschen unschön aus. Und hier ist noch ein Pin drin, den ich für jemanden mitbestellt habe, als kleine Überraschung. Ich hoffe, wenn das Video hier online geht, hat sie den schon bekommen. Das muss ich jetzt mal beachten dann an dieser Stelle. Und ja, eine Box ist wie gesagt noch frei, wo ich dann aber halt auch einfach noch andere Sachen reinsortieren kann. Ich habe zum Beispiel auch, das hatten wir ja beim letzten Mal, als ich die Sachen gezeigt habe, gesehen, dass wenn man den hier direkt auffädelt, dass der dann so quer hängt. Und ich habe jetzt extra noch Ringe bestellt, um die dann hier zwischen zu packen, dass dann der Charm wieder gerade ist. Und diese ganzen Ringe kann ich zum Beispiel auch dann einfach noch mit hier einsortieren.
Weiter geht's mit neuen Errungenschaften für die Stationery Box. Diesen Tower hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Hier sind Clips drin, die ich schon zu Hause hatte. Hier haben die Büroklammern ihren Platz gefunden, die jetzt noch nichts dranhängen haben. Ich weiß nicht, ob ich euch die Rose Golden schon gezeigt hatte. Die sind auf jeden Fall auch angekommen. Das habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Sind die Pins. Und dann ist jetzt zuletzt Folgendes bei mir angekommen. Und zwar diese Ringe hier. Und ich habe auch gefilmt, glaube ich, wie ich die benutzt habe. Und zwar habe ich die verwendet, um an die Büroklammern dann jeweils einen dran zu hängen und dann die Charms dran zu basteln. Und das habe ich sowohl mit den Rose Goldenen, mit den Kätzchen und dem Kaffee gemacht, als auch mit den Goldenen und der Kamera. Und da der Tower jetzt schon relativ gut gefüllt ist, habe ich eventuell mir bei Action noch einen zweiten mitgenommen, als ich letztens da war. Einfach zur Sicherheit, weil ich vielleicht nochmal hier und da andere Charms haben möchte, auch für mich oder so. Und dann kann ich die da schön einsortieren. Ansonsten sind noch ein paar weitere Stempelkissen angekommen. Ist jetzt nicht so ultra spannend, aber gehört dazu. Dann ist, upsala, noch etwas angekommen. Und zwar tatsächlich ein Karton, was für AliExpress äußerst untypisch ist. Aber wenn man ein bisschen mehr bestellt, gibt es Sachen auch im Karton und nicht in der Tüte. Und ich zeige euch einmal, was hier drin ist. Und zwar gibt es in der großen Box für jede einen Fubonichi. Und ich habe mich für dieses Motiv hier entschieden. Also es kann sein, dass ich Motive auch ein bisschen abwechseln werde, aber jetzt habe ich erstmal hiervon ein paar bestellt. Ich freue mich tierisch, dass ich die gekriegt habe. Das ist das Motiv mit der Katze hier vorne, man sieht es gerade nicht so gut, aber ich hatte den auch letztes Jahr und fand den sehr schön und deswegen bin ich sehr happy, dass ich den nochmal bekommen habe und vor allen Dingen nicht nur einmal, sondern ein paar Mal öfter. Und jetzt kommt's, ich habe nämlich gerade eben noch eine Bestellung bekommen, auch von AliExpress. Und wir gucken jetzt mal gemeinsam rein, weil ich weiß nicht genau, welche Bestellungen drin sind. Und ich lasse mich jetzt genauso überraschen wie ihr auch. Ich versuche mal die Tüte hier irgendwie aufzuschneiden, ohne irgendwas mit kaputt zu machen. Und ja, es ist eine gebündelte Bestellung, das heißt, hier ist alles einzeln drin. Ich war aber so schlau und habe die Bestellung alle an einem Tag hintereinander getätigt und deswegen haben sie alles auch zusammen verschickt. Was gefühlt schneller geht, als wenn ich jetzt irgendwie alle paar Tage was einzeln bestellt hätte und die das alles einzeln geschickt hätten. Das ist sehr cool. Ich schneide jetzt hier mal alles auf, damit wir schneller reingucken können und dann schauen wir mal, was hier alles so drin ist. So, ich habe die Sachen neben mir alle aufgeschnitten liegen. Fangen wir mal mit den nicht ganz so spektakulären Sachen an, denn die habt ihr schon gesehen. Ich habe noch ein paar weitere Pins bestellt. Ich habe jetzt eben in die Pakete schon mal reingeluschert, um zu sehen, was wo drin ist. Die habe ich tatsächlich immer im Zweierpack bestellt, weil zu zweit kosten sie keinen Versand und einzeln und zu dritt, viert, fünf, wie auch immer, kosten sie Versand. Also habe ich schlicht und einfach immer im Zweierbündel bestellt, um da die Kosten zu sparen. Denn was man nicht vergessen darf, die Sachen haben ja nicht nur den Wert, den ich dafür an sich ausgebe, sondern Versand kommt ja teilweise noch oben drauf. Und dann werden so Sachen auf einmal doch einiges teurer, als sie scheinen. Deswegen muss man gerade bei solchen Sachen gucken, wenn man mehr davon bestellt, dass es nicht auf einmal doppelt oder dreifach so teuer wird, weil der Versand dann in die Höhe steigt. Dann noch zwei Stempelkissen, weil ich noch nicht genug hatte für meine ganzen Boxen, für die bis jetzt bestellten Boxen. Dann habe ich hier drin auch etwas, was ihr schon kennt, und zwar Nachschub an diesen Kamera-Charms. Ich möchte nämlich, dass in jeder Box
jeweils eine solche und eine solche Klammer drin ist. Und deswegen habe ich hier nochmal ein paar bestellt. Sollte erstmal ausreichen und falls nicht, muss ich halt nochmal nachbestellen, ne? Aber ich glaube, ich bin erstmal ganz gut versorgt. Ich hätte vielleicht die Fenster vorm Film zu machen sollen. Ich hoffe, der Verkehr war eben nicht so laut zu hören. Als nächstes habe ich hier noch was, was ich auch sehr, sehr cool finde und auch richtig typisch Ria ist, was ich selber oft benutze. Und zwar sind das diese Washi-Sticker als Mix sozusagen. Ich hole mal ein paar raus. Und da ist der Plan, dass ich bei jedem einfach so ein paar mit reinlege oder bei jeder Box und bei jeder Käuferin. Und die finde ich einfach super cool. Benutze ich selber sehr, sehr gerne. Sind bei mir auch schon fast leer. Wieso habe ich nicht noch eine Packung mehr bestellt, frage ich mich gerade. Da habe ich auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar, um die mit in den Boxen zu verteilen. Und jetzt kommen noch zwei etwas größere Pakete. Zum einen dieses hier. Ich habe es schon mal aus der Tüte rausgenommen. Und zwar habe ich mich für ein Washi-Tape entschieden, beziehungsweise für diese Sets hier. Ich war am Hadern, was ich machen soll. Okay, ich hole mal nicht alle raus. Sonst kämpfe ich ja noch eine Weile mit der Verpackung. Ich war eine Weile am Hadern, was für Washi-Tapes ich wirklich benutzen möchte. Ich habe mich jetzt für diese hier entschieden, weil ich natürlich auch, zwei etwas größere hätte kaufen können pro Box oder teilweise auch nur eine, je nach Preis, eine Rolle. Ich fand es aber cool, wenn man so ein bisschen Vielfalt in der Box hat und nicht nur so ein Washi-Tape auspacken kann. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, diese Sets zu kaufen. Die habe ich ja auch selber. Also ich habe die auch immer parat in meiner Schublade. Da ist es. Und man sieht auch, dass ich es schon gut benutzt habe. Habe dann diese Sets bestellt und in jeder Box wird dann quasi eine so eine Reihe drin sein. Also man bekommt 5 verschiedene Washis, das wird dann so ein bisschen gemixt, dass man so von jedem Motiv, Farbe, Breite und so weiter was hat. Das lässt sich hier ja ganz gut aufteilen und das finde ich auf jeden Fall schöner, als dann nur so ein Washi-Tape zu haben. Und wenn das nicht nach mir schreit, dann weiß ich auch nicht, weil ich das halt seit, einiger Zeit selber benutze, super schön finde und es passt irgendwie fast zu allem. Deswegen bin ich da sehr happy mit der Entscheidung. Und als letztes habe ich Stempel gekauft. Ich bin großer Fan von Holzstempeln, auch von AliExpress. Ich habe mir verschiedene Motive rausgesucht mit floralen Mustern. Und zwar diese. Entschuldigung. Diese drei. Ich finde es auch ganz cool, dass die in verschiedenen Packungen kommen. Das wusste ich natürlich jetzt vorher nicht. Man hat ja immer nur ausgepackt gesehen. Die wird es in den Boxen geben. Ich glaube, in der kleinen Box 2 und in der großen Box 3. Ich glaube, so hatte ich es geplant. Deswegen ist das hier auch so ein Batzen, dass ich dann immer so ein bisschen variieren kann. Beziehungsweise, dass man halt ein paar mehr Motive hat. Und genau diese Stempel habe ich nicht. Ich habe mir aber auch für mich eventuell jedes Motiv einmal gekauft. ich habe aber ähnliche, die ich immer sehr gerne benutze. Und zwar diese hier, beziehungsweise auch diese hier. Also es geht ja so in so eine ähnliche Richtung. Die gab es aber teilweise leider nicht mehr. Also ich habe ganz viele von meinen Favoriten, die ich schon länger besitze, einfach gar nicht mehr ergattern können. Aber ich finde die hier auch traumhaft schön und wie gesagt vom Stil auch sehr ähnlich. Deswegen habe ich mich jetzt für die entschieden.
Ja, ihr seht, der Inhalt meiner Boxen nimmt so langsam Formen an. Meine Ideen kommen langsam hier auch als ja, Produkt sozusagen an. Ich freue mich tierisch drüber. Ich bin auch schon so am Hin und Her wuseln und gucken, was passt noch dazu, was möchte ich noch dazu kaufen, wie kann ich das Ganze noch mehr füllen und so weiter und so fort. Und ja, ihr werdet natürlich jetzt im Laufe des Videos immer mehr sehen, was noch so dazu kommt. Aber das ist der aktuelle Stand der Dinge. Hallo und herzlich willkommen in meiner kleinen Produkte-Entwicklungswerkstatt, aka Schreibtisch. Neben den Sachen, die ich für meine Stationery-Box so kaufe, versuche ich auch so ein bisschen neue eigene Sachen mit reinzupacken. Also irgendwas, was die Box noch ein bisschen besonderer macht. Und unter anderem hatte ich mir überlegt, für die Stifte, die in die Boxen kommen, eine Art Stiftetasche zu entwickeln. Und das sind jetzt einfach irgendwie Beispielstifte. Ich habe dann einfach mal so einen kleinen Prototypen letztens aus Papier ausgeschnitten und überlegt, wie das aussehen müsste, dass man es dann auch zukleben kann. Also hier mit den Flaps habe ich es jetzt immer genannt, also mit den Sachen, die man so umschlagen muss. Und ja, das war der erste Prototyp sozusagen, um so ein bisschen mir vorzustellen, wie das Ganze aussehen könnte. Dann habe ich das Ganze etwas weiterentwickelt. Und also weiterentwickelt in dem Cricut-Programm, weil ich will das später ausstanzen. Und habe dann das erste Mal aus richtigem Papier oder festerem Papier mein erstes Modell ausgeschnitten. Und dann halt auch richtig zusammengeklebt. Und die Stiftetasche sah dann so aus. Dann hatte ich die in der Hand und dachte mir so, auch eigentlich wäre es cool, wenn auf der Rückseite auch noch so ein Fach wäre. Dementsprechend habe ich noch ein bisschen weiter rumgeschraubt und habe dann auf die Rückseite auch noch ein Fach gebastelt. Und in demselben Zuge habe ich noch hier eine Verlängerung quasi gemacht, damit man das Ganze lochen und in den Ringplaner zum Beispiel einheften kann. Jetzt hat sich hier aber das nächste Problem sozusagen aufgetan, denn wenn ich zum Beispiel was Dickeres wie Stifte hier vorne in die Tasche gepackt habe, dann hat sich das insgesamt so gewölbt,
dass man hier an die Tasche, ich weiß nicht, ob man das sieht, super schlecht rangekommen ist. Also wenn man da jetzt irgendwas reinpacken wollen würde, dann hätte man schon irgendwie ein Problem. Deswegen kam die nächste Lösung und die sieht folgendermaßen aus. Und zwar habe ich dann noch für so ein paar Abstandshalter sozusagen gesorgt, die ein bisschen mehr Platz in der vorderen Tasche sorgen. Und ich habe auch noch ein bisschen an dem Hintergrund hier rumgearbeitet und habe dann noch so eine Blume einfach mal ausgeschnitten, weil ich dachte, das ist bestimmt auch ganz schön. Und ja, hier sieht man auch dann die Lochung, die ich mir so vorgestellt hatte. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Und dadurch, dass es jetzt gerader bleibt, kommt man dann auch hier besser an die Tasche ran. Also ihr merkt schon, ich habe mich da eine Weile schon mit beschäftigt. Und man sieht auch hier noch einen Unterschied, das habe ich auch ein bisschen angepasst, zwischen den Bögen, weil mir das nicht so ganz so gut gefallen hat. Das war mir ein bisschen spitz und das hat mir schon besser gefallen. Aber was mich auch noch gestört hat, hier besonders, hier aber auch noch, ist diese scharfe Kante hier. Und die ist hier natürlich genauso. Und deswegen gibt es jetzt noch ein weiteres Modell. Und zwar dieses hier. Da habe ich dann den Bogen nämlich ganz rüber gezogen bis zur Kante. Und das finde ich sieht auf jeden Fall schöner aus. Und auf der Rückseite ist das dann so. Genau. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass die Papiere, wenn sie doppelseitig bedruckt sind, immer sich umtauschen. Also wenn jetzt hier das Punktemuster ist und hier blau, auf der Rückseite ist es dann andersrum, dass dann hier das Punktemuster ist und hier die blaue Fläche. Und ja, das war auch designerisch quasi eine Entscheidung. Je nachdem, wie man das Papier faltet, passiert das oder passiert das halt nicht. Aber ich fand das einen sehr coolen Nebeneffekt, deswegen habe ich versucht, weiter dran drum zu tüfteln, dass dieses Gimmick sozusagen nicht verloren geht, wenn ich jetzt ja, die irgendwie noch ein bisschen verändere. Und ich muss sagen, dass mir das hier sehr gut gefällt. Hier habe ich nochmal eine andere Blüte ausprobiert oder ein anderes Motiv. Das kann man ja auch ein bisschen variieren. Da kann ich mal schauen, was ich dann wirklich mache. Aber jetzt wäre der Plan auf jeden Fall, dass hier vorne dann Stifte reinkommen und hier hinten vielleicht noch irgendwas anderes Kleines aus der Box. Und hier kann man es auch besser noch lochen, weil das einfach ein Tick höher ist. Und hier kann man halt quasi nur drei Löcher reinmachen und hier dann sogar vier. Und wichtig war es mir, dass halt oben auch eins gemacht werden kann, damit das nicht so im Planer hin und her wackelt. Und ja, also das kann man auf jeden Fall dann auch später noch weiter verwenden. Zum Beispiel kann man da auch so Lineal und Schere oder irgendwas reinmachen und das eignet sich halt ganz gut, um das ganz vorne oben einfach mit einzuheften, Planer zuzuklappen und dann hat man so die wichtigsten Utensilien dabei zum Beispiel. Und was ich mir auch schon überlegt hatte, falls es einem zu dick ist, kann man das hier unten einfach aufmachen und dann, ich kann das jetzt schlecht vormachen, weil es halt zugeklebt ist, aber ich glaube, ich lasse das dann ohne Kleber, das untere Teil, dann kann man es auf jeden Fall so ein bisschen zur Seite schieben, das ganze Ding, und dann wird das Ganze wieder flacher und dann trägt das nicht ganz so doll auf im Plan. Also je nachdem, ob man Papiere drin haben will oder was Dickeres, könnte man da sogar noch was machen, dass das dann passender ist. Ja, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, womit ich mich unter anderem auch mal so zwischendurch beschäftige. Und ja, dafür ist natürlich meine Cricut total praktisch, weil ich dann einfach da so viel rumprobieren kann und auch mehr mich mit dem Programm auseinandersetzen kann natürlich und so ein bisschen herausfinde, was für Möglichkeiten ich dann da so mit habe. Und mir hat das auch total viel Spaß gemacht, jetzt halt das zu entwickeln. Wo brauche ich was? Wo wird gefaltet? Ich habe mir extra so einen Falzstift für die Cricut bestellt, damit die Falzlinien dann auch schon mal vorgezogen werden. Das ist natürlich einfacher, dann hinterher das alles dann zusammenzufalten und so. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, die in welcher Form dann final, weiß ich nicht, auf jeden Fall auch in der Stationery Box landen wird. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich gelandet ist. Vielleicht seht ihr dann im Video, in dem ich dann den Inhalt der Box dann zeige, nochmal das letzte Ergebnis sozusagen, was dann final
es in die Box geschafft hat. Aber ich glaube, es wird in diese Richtung auf jeden Fall gehen. Und genau, ich bin da schon ganz happy mit, muss ich sagen. Ja, und das war's dann auch mit dem ersten Teil dieser kleinen Doku-Reihe. Nächste Woche Samstag um 10 Uhr geht's dann weiter. Ich hoffe, euch hat der kleine Eindruck gefallen. Schaut gerne im Shop vorbei. Die drei Boxen für dieses Jahr sind, wie gesagt, im Shop zu finden. Sichert euch auf jeden Fall eine, wenn ihr eine haben möchtet, weil die Pre-Orders natürlich immer nur bis zu einer bestimmten Zeit möglich sind, weil ich dann irgendwann ja die finale Zahl haben muss, wie viele ich packen muss oder werde und ja, wie viel ich dafür dann so brauchen werde. Deswegen zögert nicht zu lange und ich freue mich natürlich über jede Bestellung im Shop. Ansonsten lasst einen Daumen hoch da, Abo, Glöckchen, ihr kennt das Spiel und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!